sondern deshalb, weil sie mehr kann, als sie hier heute bisher gezeigt hat. Aber das sieht man natürlich häufig, dass man nicht immer seine beste Form erreicht. Und man ist natürlich abhängig vom Spiel der Gegnerin. Und die heißt nun einmal Martina Navratilova. Sie hat ihren Rhythmus noch nicht gefunden, Steffi Graf. Es kommt kaum einmal zu langen Ballwechseln, weil Martina Navratilova immer wieder sofort die Entscheidung sucht. Viermal hat die Amerikanerin in diesem Jahr überhaupt nur verloren. Darunter einmal gegen Claudia Kohde-Kilsch im Viertelfinale von Toronto. Und nun schlägt sie auf bei einer 4:1-Führung im zweiten Satz. Das war bereits das siebte Ass von Martina Navratilova. Für Martina Navratilova. Es bahnt sich eine ganz, ganz glatte Sache an zugunsten der Amerikanerin. Sicherlich nicht unerwartet, obwohl man sich gewünscht hätte, dass Steffi Graf ihre Möglichkeiten voll ausspielen würde. Das möchte sie sicherlich auch gerne, aber es klappt halt nicht. Das heißt, drei Matchbälle für Martina Navratilova. Außerhalb. Der dritte Matchball abgewehrt.
Erster Halt. Vorteil Steffi Graf. Und jetzt auch aus. Und damit verkürzt Steffi Graf auf 2:5 in diesem zweiten Satz nach Abwehr von 3 Matchbällen. Die Erfolge der Damen des Deutschen Tennisbundes sind ja in den letzten Wochen und Monaten aufgrund der Siege von Boris Becker ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber die Damen sind ja eigentlich schon seit Jahren erheblich erfolgreicher gewesen als die Herren, bis Boris Becker kam. Das gilt sowohl für Steffi Graf als auch für Claudia Kode-Kilsch, die sich in der Weltrangliste weiter nach oben gearbeitet hat. Für Bettina Bunge, Eva Pfaff und Silvia Hanika, die immer wieder für beachtliche und erwähnenswerte Erfolge gesorgt haben. Ohne dass ihnen natürlich bei den ganz großen Turnieren der Durchbruch gelang. Aber erinnern wir uns, Claudia Kode-Kilsch war im Halbfinale von Paris, Silvia Hanika stand dort einmal im Finale. Und Steffi Graf gehört mit ihren 16 Jahren natürlich die Zukunft im Damentennis. So, nun hat Martina Navratilova Aufschlag bei einer 5:2 Führung. Bislang hat die Amerikanerin noch kein Aufschlagspiel abgegeben. Das war eine gute Möglichkeit für Steffi Graf. Wunderbar, das bislang stärkste Spiel von Steffi Graf und der erste Aufschlagverlust von Martina Navratilova. Zwei wunderschöne Vorhandpassierbälle von Steffi Graf, die damit auf 3:5 im zweiten Satz verkürzt.
40-0. Outside.